Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute DNLS 22 im True Farming 2 Projekt, meine lieben Freunde. Und ja, wir sitzen jetzt hier und schau mal, was jetzt noch heute hier so abgeht. So. Genau, das mit dem Nummernschild habe ich gemacht. Das Auto, da werden die Teile für bestellt. Das Polizeiauto ist ja auch fertig. Und ja, dann schauen wir doch mal, was hier noch sonst noch so abgeht. Du, Guido? Ja. Oh, einen Moment. Guido Pech, Landhandel, was kann ich für Sie tun? Servus, Guido, der Sepp da. Servus. Du, ich stehe vor deiner Einfahrt und da ist irgendwie alles zu. Bolle sind oben, Einfahrt verboten, Schild. Habt ihr geschlossen, oder? Nee, eigentlich nicht. Ich komm sofort hoch. Ich bin gleich bei dir. Das war super. Ich brauche nämlich was für dir. Ja. Danke dir. Was war noch, Paul? So, für die Pellets bräuchten wir eigentlich nochmal einen anderen Anhänger. So ein Pelletwagen. Ja. Soll ich da mal was besorgen? Ja, genau. Besorg mal so einen Pelletanhänger. Den müsstest du dann, glaube ich, beim Transportunternehmen abholen. Ist gut, ich kümmere mich drum. Ja, alles klar. Ich muss auch mal eben hoch. Da ist irgendwas mit unserer Schranke da wohl zugemacht oder so. Ich weiß auch nicht. Du, Sepp. Ich hab mir schon gedacht, ihr habt zu, oder was? Nee, keine Ahnung, was hier los ist. Da vorne ist auch noch eine Sperre. Komm ruhig rein. Okay, ja, perfekt. Warte. Dann. Boah, da mal rein. Wie ist denn hier schon wieder los? Ein Bärchen. Hi. Sag mal, was ist denn hier los? Ich glaub, da will jemand nicht, dass du Kundschaft hast. Das war schon. Okay. Oh, ich sehe schon die Hunde. Sag nicht, du hast ihn schon geholt. Natürlich. Ja, wunderbar. Ja? Ob er hin ist? Mango, komm her. Ja, komm her, Mango. Komm. Mango. Hier hinten ist er. Oh. Ja, also auf der Hundehütte steht Icarus. So heißt er wohl eigentlich, aber im Auto, ich hatte noch von gestern Abend von dir noch Mango mit. Die hat halt direkt gegessen. Da habe ich gesagt, na dann bist du natürlich auch Mango, ne Schatz? Ja, das ist ein schöner Name und ist auch ein schöner Hund. Ja, ne, fand ich auch. Bist du zufrieden mit der Entscheidung? Ja. Siehst du, dann haben wir jetzt sogar einen Hund. Cool. Moment. Landhandel, Guido Pech, was kann ich für Sie tun? Ja, Mahlzeit, Guido, Carsten hier. Servus. Du, ich habe zwei Fragen. Ja. Erstens haben wir noch eine Kalkulation offen wegen der Mischration. Da wollte ich fragen, ob du da weitergekommen bist. Was haben wir da gehabt? Du hattest keinen Literpreis. Du wolltest durchrechnen und dich bei mir melden. Mischfutter, ne? Genau. 600 die 1000 Liter. 600 die 1000 Liter, gut. Dann würde ich direkt mal... Ihr habt den Ball gefunden. 20.000 bestellen. 20.000. Genau. Jo. Und dann bräuchte ich einmal bitte den Weizenpreis, den du mir geben kannst. Weizen. 700 die 1000 Liter. 700. Warte mal. Was du verkaufen willst oder. Verkaufen. Ach so, verkaufen. Sorry. Warte, dann müssen wir anders. Das ist dann ja bei mir Ankauf. Weizen. 650 die 1000 Liter würde ich dir vergeben. 650, alles klar. Ich würde das einmal durchsprechen mit Ralf und würde mich dann nochmal bei dir melden, ja? Ja, alles klar, machen wir so. Alles klar, hier, besten Dank. Jo, bis dann, tschüss. Ciao. So. Oh. Mango aus. Hallo, warum bellt er mich an? Sag mal, weiß ich nicht, hast du noch irgendwas in deinen Taschen? Nicht, dass Was er essen möchte? Ich habe Schweinefutter in den Taschen, ja, aber sonst... Weiß ich nicht, ob er das verträgt. Glaube ich auch nicht. Aber das ist, ich sag jetzt mal so, die Hundehütte ist ja sowieso nur für tagsüber, damit er draußen hier rumtun kann. Abends kommt er natürlich mit ins Haus, ne? Ja. Gut. Ne, Mango? Ja, Schatzi. Das sieht süß aus. Ja, fand ich auch.
Ja, hat uns gleich so ein bisschen angelächelt gefühlt und da haben wir gesagt, ach komm. Und davon, ja, fein. Siehst du, das hat noch gefehlt. Ja, echt, ne? Generazi habt's da. Echt, ne? Finde ich auch echt cool gerade. Ja. Ja, Schatz. Aber der Ball macht sich immer selbstständig. Den habe ich jetzt schon zum dritten Mal raufgebracht. Ja, hier ist eine Fällung drin. Der rollt da runter. Aber warte, du wolltest was haben, ne? Ja, ist dabei. Aber Mango lenkt ab, ne, Schatz? Ja. Wie heißt der? Mango? Das ist Mango, ja. Ah, okay. Hi, Mango. Also eigentlich Icarus, aber er hat natürlich direkt die Mango, was ich noch von Guido hatte, aufgefressen. Also hatte er den Namen weg. Ja, außergewöhnlicher Name. Ja, deswegen jetzt Mango. Ja, wo ist er? Ah, ja. Na gut. Ich will euch nicht weiter stören. Ich jetzt? Nee, das... Warte, mach mal direkt ein Bild. Stell dich mal neben ihm. Dann guck mal hier, Schatz. Mist. Kommt aber ins Schlafzimmer, das Bild. Ja, klar. Jo, danke. Gerne. Wenn du noch irgendwas brauchst, Bärchen, sag's Bescheid, ne? Ja, auf jeden Fall, ja. Sehr gut. Wo ist Onkel Arthur? Oh, ist das, was ein Ball holt. Das ist euer Hund hier, ja. Ich dachte, Onkel Arthur wäre bei dir. Ich glaube, nee. Wir haben mehr Spaß mit dem Ball wie der Mango. Ja, spielt ruhig, also macht das ruhig. Ja, also, ne. Also ich würde sagen, Guido, pro Ballwurf 5 Euro, ne, es kostet. Also, das sagt mir damit, ne, was meinst du, was für Geld du damit umsetzt. Das stimmt. Das Geld bekommen aber wir holen ja den Ball. Ja, das, aber ihr wollt ja mit dem Ball was machen. Lauf, Sepp, lauf! Jetzt, ja. Ja. Naja. Mango, nicht zur Straße. Ja. Guck, wie er sich freut. Oh, schau. Ach, fein. Fein. Sehr gut. Gute Entscheidung. Ja, ich so brava. Ja, so, ja, so, ja, so ist fein. So, ja, oh. So. Mach ich auch immer bei der Freundin. Ja, machst du auch immer so ist fein, ja, so ist fein. Funktioniert aber nicht. Ich glaube, da kommen sie sich ein bisschen veralbert vor, ne? Ja, ich weiß nicht. Aber da läuft halt so einiges. Verstehe einer die Frau. Aber Onkel Arthur geht's gut, ja? Nicht, dass er irgendwo liegt. Puffes. Ich gehe gleich mal mit Mango ein Stückchen und suche ihn. Ja. Ich hab seinen Elektro-Trecker wieder in den Schuppen gestellt hinten. Das ist gut. Und hier nämlich noch mitten auf der Kreuzung. Ja, du kannst auch Arthur sagen, den kann er benutzen, ruhig, das ist kein Problem. Okay, sage ich ihm, das ist lieb von dir. Okay, du, ich habe hier unseren tollen neuen Anhänger geholt. Ah, super. Okay, Kara, ich muss noch unten, der Sepp braucht noch was und wir haben einen neuen Tanker gerade bestellt. Das ist gerade ein bisschen was los. Alles gut, alles gut. Wir hören uns auf jeden Fall noch. Natürlich, bis später. Alles klar, bis später. Dann komm mal, Sepp, was brauchst du denn? Jo. Moment. Ich würde den Striegel, den ich habe, gern eintauschen gegen einen größeren. Den hier? Genau, ja. Was für einen hättest du denn gern? Ich habe mir da mal das Prospekt angeschaut und zwar gibt's da den von Einböck. Den 9-Meter-Striegel, irgendwas mit 900. Von wie hieß der? Einböck, irgendwas mit meinst du den P-Neumatistik Star, ja, 900? Ja, genau, irgendwie sowas. Für genau. 18.000? Ja, genau, das müsste er sein. Okay. Also dann würde ich den eben veräußern und den anderen dann kaufen wollen. Ich habe in dem, das ist ja so eine komische Kombination zwischen Seetechnik und Striegel, also da wären da 200 Liter Saatgut drin. Ich weiß nicht, könnt ihr damit was anfangen? Ja, klar. Also kannst du ruhig rinnen lassen, nehmen wir dir mit ab, kriegst einen kleinen Bonus super. Obendrauf. Das ist super, aber das wäre ja schade, wenn man das irgendwie wegschmeißen muss oder so. Du warst der, welcher Hof warst du? Der Eichenhof. Eichenhof. Genau. Alles klar, habe ich notiert.
Bestelle ich dir und melde mich, sobald er da ist. Willst du den direkt schon hier lassen oder willst du den? Den kann ich da lassen, ja. Achso, sonst hätte ich gesagt, wir tauschen den um, wenn der andere da ist, dann hast du keine. Nee, ich habe alles gestriegelt, ich brauche nichts mehr. Also ich kann euch den da lassen. Wenn du mir sagst gerade, wo ich den hinstellen soll, dann. Wenn du mir den einfach hier rückwärts hier dran stellst, dann kann ich den nachher direkt alles klar. Mich drum kümmern. Nee, warte alles mal. Klar, stell ihn mir mal da hinten auf die Waschanlage. Ich wasche den vorher einmal, bevor ich ihn verkaufe. Oder ja, bevor ich ihn bei Gebrauch reinstelle, meine ich. Ist gerade vom Feld runter, deswegen bin ich da nicht mehr dazu gekommen. Alles gut, gar kein Problem, gar kein Problem. So, Kalle. Ja, Guido. Was kann ich für dich tun? Ich brauche was zur Wiesenpflege. Okay, was brauchst du denn? Ja, weiß ich nicht so genau. Ihr hättet einen 3-Meter-Striegel. Ja, wahrscheinlich so ein Striegel, ne, mit Saatfunktion oder sowas. Okay, also das, was er gerade abgegeben hat. Ich hab hier, warte mal, bleib mal kurz da stehen. Ah, da kann ich einen guten Preis machen, Kalle. Guck mal, Kalle, niegelnagelneu. Ja, ist ja gut, oder was, Sepp? 20.000 ist deiner. Also ich war auf jeden Fall zufrieden, da sind wir nur von der Arbeitsbreite ein bisschen zu klein geworden, also... Sonst hat er seine Hektar gemacht, also von dem her. Wie viele Felder hast du denn bis jetzt, Kalle? Zwei Wiesen. Welche hast du denn? Ja, riesig sind die nicht, ne? Das ist einmal hier vorne, direkt wenn du rausfährst, das Stück. Ja. Und ganz hinten beim Lohnunternehmen noch eine Wiese. Okay, ja, wahrscheinlich die zwei kleinen, ne? Ja, sonst kannst du den noch hier, wenn du willst, haben. Ja, was willst du haben, Sepp? Oder hast du den schon verkauft? Das mache ich schon über Guido, das passt schon. Also da soll er schon auch noch einiges nicht, aber seines verdienen. Ja, dann sag mal einen Preis. Moment. So. Ich würde sagen, wir nehmen den nochmal mit rein, arbeiten den nochmal ein bisschen auf und dann kriegst du einen Preis. Hätte ich nämlich jetzt auch gesagt, ja, der ist das hier. Nee. Ist ja doch schon ein bisschen gebraucht hier alles, ne? Ja, der hat ein paar Hektar runter, das stimmt. Genau, können wir nochmal neue Zinken ranschrauben hier, die sind ja auch schon ordentlich runtergeschlissen. Was hältst du davon? Ich würde sagen, da ist echt nicht viel dran, was kaputt werden kann. Also der ist wirklich sehr solide gebaut. Was sagst du dazu, Kalle? Sollen wir das machen, oder? Ja, gerne. Und ich habe einen Heuwender, den brauche ich nie mehr. Ich weiß gar nicht, wofür der den da gehabt hat. Ach so, ja genau, was will er denn mit Heu? Ja, ansonsten bring den runter. Ja, der steht da vorne, hängt dran. Ah, ja. Ja. Alles klar, Guido, aber dann bin ich weg. Jo, ich melde dich einfach, wenn der andere da ist. Genau, sobald der andere da ist, melde ich mich. Perfekt, danke dir. Jo, bitte. Jo, ciao. So, Kalle, jetzt zu dir. Ja, den will ich dafür eintauschen. Eintauschen. Ja, und eine Palette Saatgut brauche ich noch. Ja. Mit dem neuen dazu dann direkt, ne? Mit dem neuen dazu. Logischerweise. Ja. Warte, der Sepp, der holt den da gerade. Also wir würden dir den da geben. Der hat eine Saatfunktion, den kriegst du jetzt für einen günstigen Preis. Ja, ist doch super. Ja, er fährt den mal eben da drauf, guckt was so... Ich hab schon gesehen. Sonst mach eben vorne Gewicht dran. Ja, so eine Scheiße. Scheiß Öko-Träger, oder? LS22 Games, danke für den Restart im 24. Monat. 2 Jahre dabei. Vielen, vielen Dank für deinen Support und deine Unterstützung, du Ehrenmann. Bitte? Ja, Kalle, dann würden wir dir da was fertig machen. Den kannst du ruhig abstellen. Da hinten auf der, wo jetzt gerade der andere steht, da mache ich den sauber. Und dann verrechnen wir den auf jeden Fall damit. Also das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ich gucke, was ich dafür noch kriege und würde mich zeitnah bei dir melden. Wann brauchst du denn das Gerät? Ach, das eilt überhaupt nicht. Ne? Okay, sonst hätte ich... Ja, alles klar. Dann kriegen wir da auch auf jeden Fall was hin. Ja, gut. Ja, alles klar. Dann stelle ich den ein. Und die Getreidepellets, sind die... Habt ihr die? Da muss ich gleich auch mal eben kurz... Paul, ja, Getreidepellets haben wir da. Ja, ja, klar, haben wir da. Ja. Würden wir dir gleich zu deinem Hof bringen, weil das braucht ein extra Tankding, da schicke ich gleich jemanden. Der schmeißt dir das direkt in die Futterding rein, ja. Ja, ist gut. Gut, alles klar. Dann alles vielen klar. Dank. Jo, kein Problem. Tschüss. Ciao.
Ja, das läuft ja. Endlich kommen ja auch mal Leute an wegen und wollen Sachen haben. Hab mich schon gewundert. Oder gefragt, ja, wann es losgeht. Was meinst du, kriegst du denn da noch was noch hin? Ist da viel kaputt dran? Das sieht gar nicht so schlecht aus. Sieht gar nicht so schlecht aus, ne? Ja. Also Farbe würde ich auch gar nicht so viel machen. Das ist halt gebraucht, ne? Wollte hier ein paar Zinken neu machen. Ja. Dass Kalle damit gut loslegen kann, ne? Genau. Ist nur die Frage, haben wir irgendwas zum Ummelden hier, oder? Nee, da müssen wir einmal die Stadt Bescheid geben, aber wir können... Nee, die müssen das abmelden. Und ja, anmelden. Ich meine, ja, aber das Gerät an sich selber für den Hof übertragen. Ach so. Ja, müssen wir später machen, ja. Ja, das kriegen wir hin. Dann stöße ich damit einmal runter und regel das da. Oder so, ja. Also hier können wir es ja noch nicht, ne? Oder? Nee, leider nicht, ne. Ja gut, alles klar. Dann wechsle ich nochmal den Träger. Alles klar. Mattes! Nee. Oder? Ja, bitte. Bist du da im LKW? Nee. Wo bist du? Ich bin noch im Feld. Was? Guten Tag. Hi. Wo bist du? Ich bin noch im Feld. Ach so, habe ich das Funkgeräusch nicht gehört. Sorry, alles gut. So, Andreas. Ich habe dir zweimal eine Fuhre Steine hinten reingepackt in dein Silo. Ah, super, danke schön. Na, dass du Bescheid weißt. Ja. Damit solltest du erstmal wieder klarkommen. Ja, da gehe ich von aus. Vielen lieben Dank. Jo. Und sonst klappt alles? Alles gut bei dir? Ja, ist ja nur LKW-Fahrer, ne? Jo. Kann aber auch anstrengend werden, wenn du da den ganzen Tag drin sitzt, oder? Ach, dafür habe ich ja den anderen noch. Welchen anderen? Ach so, dein Arbeitskollege, oder was? Ja. Ah. Der Kai Sommer fährt doch für uns auch noch. Ach echt? Ja, der fährt so ein bisschen. Ich hoffe, dass er ein bisschen macht, dass ich zwischendurch nach Fichtal auch mal komme. Ach so, ich gehe mal von aus, oder? Ja, aber ich muss ihn erst ein bisschen einarbeiten und alleine lassen und dann... Ja. Bleib mal, geh noch mal ein Stück nach links. Ja, so stehen bleiben. Ausnahmsweise. Okay, danke. Bitte. Ja, ich bin dann wieder unterwegs. Ja, mach das. Okay, ciao. Jo, bis dann, ciao. So. Guido? Ja? Feld 28 ist jetzt fertig gemäht. Alles Was klar. Hättest du gerne davon? Also wie hättest du das gerne? Ich würde Gras nehmen, ich habe kein Gras mehr. Also dann lege ich auf Spat und sammle ein. Ja, lose genau. Gras oder in Ballenform? Mach mal lose, Ballen brauche ich nicht unbedingt. Okay. Ja, lose reicht vollkommen aus. Alles klar, mach mal so. Jo, danke. So, fahren wir mal eben zum Kalle und bringen die Strohpellets. Habe ich schon gewundert, warum das Kabel nicht dran geht. Jetzt klappt's. So, dann bringen wir den Kalle mal die Strohpellets und dann haben wir das auch schon fertig. Was steht da drauf? Fichtal Energie. Pellets aus ihrer Region. Heizen, Strom, Energie. Okay. Moin, Kalle! Ach, hier die Pellets. Genau,
Soll ich direkt da rein oder willst du lieber anders? Ja, ja, hau mal rein aber den Schafen. Alles klar. Warte, ich fahr hier weg, dann kannst du da gut wenden. Oh, wer hat denn hier so eng geparkt? Mann. Ja, kannst du da reinkippen? Ja, ich versuch's gerade, aber... Er hat gerade nicht abgetankt. Warte mal ganz kurz, vielleicht muss ich da anders vor. So, gucken wir doch mal, was da jetzt kommt. Mir am Arsch. Ey, da will ich jetzt einen Applaus für im Chat und auch bei den YouTuberinos. Kommt, ey, das kriege ich sonst nie hin. So, 900 Liter hast du noch übrig. Ja, ist gut. Wie viel waren denn drin? 2,5. Ja. Ja, dann berechne doch einfach die. Ach so, okay, sonst hätte ich den Rest in dein Lager gepackt. Weiß ich nicht, ob wenn es geht. Ach, scheiße. Das glaube ich nicht. Ich habe kein Lager. Nee, ja, dann berechne ich dir die anderen, ja. 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 1000 Euro pro 1000, ne? Komm, Kalle, weil du es bist, wir machen mal so. Ja, das lieb, danke. Ja. Alles klar, bis später. Ja, tschüss. Tschüss. Ja, jetzt mal Real Talk, habt ihr das gesehen, Leute? Normalerweise hätte ich schon dreimal geschrien, einen hätte ich verprügelt und einer hätte den Chat schon wieder weinen müssen. Da sage ich mir so, wie es ist, ey. Hallo, Guido Pech, Landhandel, was kann ich für Sie tun? Ja, wenn das nicht mein liebster Freund, der Herr Pech ist. Hallo. Guten Tag, Herr Steiner, wie geht's Ihnen? Herr Pech, mir geht es hervorragend, hervorragend. Sagen Sie, Herr Pech, ich habe da eine ganz, ganz kleine Frage. Ja, klar. Wir hatten da so ein kleines Gentleman Agreement, wenn ich mich richtig erinnere, mit so roter Beete bei dem Rosenberg vor der Einfahrt. Ja, genau, ja. Wollten Sie mir nicht da eine kleine Ausfallentschädigung zukommen lassen? Ja, ist noch nicht. Nee. Oh, ich kümmere mich drum. Ich hatte eigentlich meinen Typen im Fichtal Bescheid gegeben, dass er dir das überweisen soll. Das mache ich nochmal. Vielleicht einfach nochmal anschubsen, ja? Ja, genau. Ich sag mir Bescheid. Damit wir das beim nächsten Mal den Spaß doch wiederholen können. Genau, oder? Das sehe ich auch so. Nee, das kriegen wir hin. Ja, wunderbar, wunderbar. Und dann hätte ich mal was Geschäftliches. Ja, klar. Mein Guter hier, ich habe gehört, Sie verhandeln auch mit den Landwirten hier aus Fichtal bezüglich Getreide. Ja. Hat Sie da jemand vom Simlinger Hof letztens angerufen? Ich kann mal eben schauen. So, Simlinger Hof. Was war das? Getreide? Weizen, ja. Die wollten Weizen verkaufen oder so. Ist der Simlinger Hof... das sind die Herren Becker und Eisele. Ja, genau. Ja, die haben heute bestellt. Oder, ja genau, der hat heute bestellt, ja. Ah, okay, alles klar. Gut, gut. Stimmt. Ich wollte nur sicher gehen, dass die uns nicht gegenseitig ausspielen, ja. Ach so. Man kann ja am Telefon immer viel erzählen oder so. Ja, ja. Dass man da bei den anderen schon nachgefragt hat und bessere Preise bekommt und so. Es ist immer ein ganz gefährliches Spiel, was man da machen kann. Das stimmt. Hi. Bin sofort für dich da. Ja, da. Okay, aber alles gut. Nee, ich kümmere mich auf jeden Fall um das Geld und ja, die Jungs, die waren heute hier, die haben auf jeden Fall gesagt, die bestellen, ja. Ja, ja ist ja. Oder toll. Wollten verkaufen irgendwie so. Ja, die wollten auf jeden Fall was machen. Okay. Schmeißt Ihre Mühle eigentlich auch so komische Futterpellets raus? Nee. Ah, okay. Was für Futterpellets denn? Also komische Tierfutterpellets. Getreidepellets? Ja. Die schmeißt deine raus? Ja. Die kaufe ich dir ab. Ja? In Massen, auf jeden Fall. Ja, da können wir doch mal, da muss ich mal gucken, wie viel da aktuell im Lager drin rumfliegt. Ja, also kaufe ich dir sofort ab, die brauche ich hier dringend. Also auf jeden Fall, ja.
Das ist natürlich genau die richtige Wortwahl, die ich hören will. Ja, da ist natürlich dann für den Preis. Das ist natürlich richtig. Da hast ja, 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 ja. Ah, da muss ich mir was überlegen. Mach das. Ja, nee, ich guck gerade mal schnell, ich muss mal schnell an der Seite hier parken, hier, bevor der Lonzinger mich wieder sieht, dass ich auf Straße halte. So. Der gerissene Hund. Ich habe aktuell 11.000 Liter. Oh ja, nehme ich auf jeden Fall alle. Okay. Warte ganz kurz, dann kann ich dir auch direkt sagen, wie viel ich dir dafür gebe, wenn ich die... Kann ich dir gerade noch keinen Preis zu sagen, das Update ist ja auch noch nicht drauf. Ich kann's auch kotzen okay, manchmal. Okay. Ja, diese Getreidepellets, aber da müssten wir schon... Ja, 2000 pro 1000 Liter müssten wir da schon mindestens mal annehmen. Wie bitte? Mhm. Ich verkaufe die für 1-2. Das ist aber unter Marktwert, mein Guter. Meinst du? Ja, also wenn ich die hier im Ort aktuell verkaufe, kriege ich mindestens 2100 dafür. Oh, okay. Dann, ich kaufe die trotzdem, aber da machen wir einen Preis auf jeden Fall. Da reden wir nochmal drüber. Ja, ja, ja. Also, wir reden doch von Getreidepellets zum Füttern, oder? Ja, genau. Ja, genau, genau. Also hier der Kartoffel-Harry, ja, wie er bei uns so schön heißt, der ruft gute Preise auf. Ja, da sind wir, steht die zwei vorne an erster Stelle. Wer ist denn der Kartoffel-Harry? Der Kartoffel-Harry ist unser Freund, der hier seine Schweine damit füttern möchte. Der nennt ihn immer liebevoll Kartoffel-Harry. Aber der kann... Die Getreidepellets passen, gehen bei dem für Schweine nicht. Nicht? Ja. Eigentlich nicht, ne, aber okay. Nee, aber mir ist es doch egal. Ja, wenn ja, klar. Bezahlt das dafür, dann kriegt er die, ob seine Tiere die dann essen oder nicht. Das ist... Wie heißt denn der? Der heißt hier Dings... Ach Gott, wie heißt denn der hier? Ich glaube, der Sinn ist es. Okay. Von Sinn müsste das sein. Ja, naja, na ja, alles gut. Ja, weiß ja, ich ja. Bescheid. Ja. Okay. Ja, einwandfrei. Ja, ja dann wir kümmern uns da nochmal. Ja, auf jeden Fall. Wenn der da zwei nimmt, kriegen wir hin. Ja, da werde ich nochmal, sobald der Sven da ist, auf jeden Fall nochmal die Preise drüber gehen. Hier fehlt auch noch der ganze Scheiß. Also das Update wurde auch noch nicht gemacht. Ich kümmere mich drum. Ja, wunderbar, wunderbar. Ich wusste doch, mit Ihnen oder mit dir kann man echt gut reden, dass das macht Laune. Ja. Und wenn ich mal wieder was tun kann, meldest du dich, wenn ich hier irgendwie mal wieder... Oh ja, da melde ich mich auf jeden Fall, ein ja. Ein bisschen, Halt mich aber mal auf jeden Fall auf den Laufenden, was er so sagt. Ja, auf alle Fälle. Ja, weißt du was noch ganz witzig ist? Ich habe einen neuen Tagelöhner bei mir jetzt ja. Hier. Der hat auch mal was von dir erzählt. Ein Sebastiano, der hat jetzt bei mir hier angefangen, oh, ja. Ja. Der soll jetzt beim Ossi mal was abholen, mal gucken, wie er sich da so anstellt. Okay. Ja, kriegen wir hin. Alles klar. Alles klar. Gudi. Gut, ich bedanke dann, mich. Ja, melde dich einfach, wenn du weißt, was du dafür zahlst. Genau, mache ich so. Perfekt. Jo, ciao. Danke, ciao. So, du wartest noch eben, gell? Damit sind wir, machen wir zwei gleich weiter. Aber meine lieben Freunde, damit sind wir auch am Ende unserer Folge angekommen. Wenn es euch gefallen hat, das Liken nicht vergessen. Schaut zur nächsten Folge vorbei und wir sagen tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.